Lucia di Lammermoor muss man einfach sehen, weil diese nicht nur die Stimmartistik der Sänger, sondern auch diese unglaubliche Emotion und diese Tiefe der Emotion so berührend ist. Also in dem Stück geht es eigentlich darum, wie schafft es ein im Krieg gescheiterter Feldherr, der sein Land verloren hat, wieder einen neuen Staat zu gründen. Ihm fehlt das Geld, deshalb hat er die besondere Idee. Er möchte seine Schwester an einen gut zahlenden Sponsor verkaufen, verheiraten. Die Schwester allerdings liebt schon einen anderen. Und dieser Spagat zwischen der erzwungenen Liebe und der echten Liebe führt in ein großes Liebeschaos. Und im Wahnsinn tötet sie in der Brautnacht den Bräutigam. Und dadurch kriegt es natürlich einen melodramatischen Reiz, diese Oper, die von Bildern und Auftritt von Gespenster und gruseligen Szenen nur so strotzt. Diese Oper bietet natürlich alles auf, was man musikdramaturgisch sich vorstellen kann. In unserer Produktion hier in Ulm sind wir ganz besonders stolz, dass wir die Glasharfe einsetzen werden. Der Klang der Wahnsinnsarie im dritten Akt kombiniert mit der Glasharfe gibt einen Klang, der ist unbeschreiblich schön, weil der Ton erscheint wie von einem anderen Stern zu sein. Und deswegen passt er in dieser ganzen Wahnvorstellung und in diesem nicht konkreten und nicht zu fassenden Musik Emotionsgemisch wunderbar hinein. Und deswegen glaube ich, ist es richtig und ein absolutes Highlight, dass wir mit der Glasharfe musizieren werden.